K+S will mehr Salzabwasser versenken. Mit einer erweiterten Übergangsgenehmigung will der Kaliproduzent aus Kassel weitere Kurzarbeit und Produktionsausfälle vermeiden. K+S darf derzeit nur begrenzt und bis Ende des Jahres Salzabwasser in tiefe Gesteinsschichten versenken. Das Regierungspräsidium Kassel prüft den Antrag. Ob eine solche erweiterte Genehmigung erteilt werden könne, sei derzeit noch unklar. In Wehrheim im Hochtaunuskreis ist am Nachmittag ein 6-jähriger Junge an einer Bushaltestelle von einem Auto angefahren worden. Im Ortsteil Pfaffen-Wiesbach war er aus dem Schulbus ausgestiegen und hatte versucht, die Straße zwischen zwei parkenden Autos zu überqueren. Eine Pkw-Fahrerin bemerkte den 6-Jährigen offenbar zu spät. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ihr Wagen erfasste das Kind. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus geflogen. Der Herkules, das Wahrzeichen Kassels, wird seit 2006 saniert. Die Kosten sind jetzt noch einmal deutlich gestiegen. Das hessische Finanzministerium hat nun weitere 10,5 Millionen Euro bewilligt. Ursprünglich sollte die Rundumerneuerung 30 Millionen Euro kosten. Grund für die höheren Kosten sind vor allem Baumängel, die während der seit 10 Jahren laufenden Arbeiten entdeckt wurden. Hinter den Tuffsteinfassaden waren Bauarbeiter auf einige große Hohlräume gestoßen, die gesichert werden mussten. Durch das undichte Mauerwerk war über Jahrzehnte Feuchtigkeit in das Wahrzeichen eingedrungen. Bis Ende des Jahres sollen die Alarmanlagen in Betrieb genommen werden. Darauf haben sich das staatliche Schulamt, der Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer und die Gewerkschaft GEW in Wiesbaden geeinigt. Die 2 Millionen Euro teure Technik war monatelang nicht angeschaltet worden, weil Gewerkschaft und Personalrat befürchtet hatten, mit der Technik könnten die Lehrer in den Klassenräumen auch abgehört werden. Die Polizei in Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis hat einen Mann festgenommen, der mehrere Fahrkartenautomaten gesprengt haben soll. In insgesamt 7 Fällen soll er einen Schaden von rund 210.000 Euro verursacht haben. Der 40-Jährige ist ein Bekannter des ehemaligen Fremdenlegionärs, der Mitte September ebenfalls wegen mehrerer gesprengter Fahrkartenautomaten festgenommen worden war. Der neue Präsident des Hessischen Städtetages heißt Patrick Burkhardt. Das CDU-Mitglied ist der Bürgermeister von Rüsselsheim. Burkhardt tritt die Nachfolge des Kasseler Bürgermeisters Bertram Hilgen von der SPD an. Der Hessische Städtetag vertritt die Interessen der Kommunen gegenüber dem Land Hessen und der Bundesregierung. Das Gremium setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass der Bund die Hälfte der Kosten für die Versorgung der Flüchtlinge trägt. Die Ultras von Eintracht Frankfurt wollen am Samstag in der Frankfurter Innenstadt demonstrieren gegen die Sperrung ihres Blocks beim Spiel gegen Bayern München. Danach wollen sie gemeinsam vor die Commerzbank Arena marschieren. Grund für die Sperrung waren die Vorfälle im Pokalspiel beim Drittligisten 1. FC Magdeburg. Dort hatten am 21. August Eintracht-Fans zu Beginn der zweiten Hälfte unter anderem 2 Feuerwerksraketen aus ihrem Zuschauerbereich in einen benachbarten Block abgefeuert. Und das war's von Nachrichten, Holger.